Willkommen bei Sims 4. Hallo. Gut. Jetzt bin ich wieder bei meiner Familie Kongola, bei der ich ja schon lange nicht mehr war. Mutter und Tochter sind weg. Wo ist denn Vater? Die Katzen. So, ranzoomen hier. So, die schlafen. Ja, da kann ja mal den Boden wischen. Nee, bloß nicht die Katzen wecken. Man ist ja mal froh, wenn sie, ja, sauber sind. Was macht der denn hier? Wie gesagt, der Vater ist merkwürdig, das ist eine seltsame Kreatur. Kein Mensch, habe ich das Gefühl. Kann man die auch ausziehen lassen? Aus meinem Haus? Haushalt? Arbeiten? Reisen? Sozial? Unterhaltung? Nö. Na endlich, dann macht ja mal was. Danach kann er, wenn sie eh schon wach ist, die Katze mal streicheln und Meyers TV hier absetzen? Nein. Hier. Mit Katzenstab spielen. Mit wem sollen sie denn spielen? Ich weiß ja jetzt nicht, wer wach ist. Da kommt ja mal die Mutter oder Vater dran. Gut. Ist hier alles soweit sauber? Dann müsste er aber auf jeden Fall mal auf Toilette. Ihh, da ist ja was drin. So, verwenden. Ich habe hier meine Tasche. Der hat jetzt quasi Gemüse für Einsteiger. Samenpaket öffnen. Ja. Auch das soll er öffnen. In Welt platzieren. Ja. Warum nicht? Soll er mal machen. Das kann er auch gleich mal säubern. Das hier. Aber jetzt müsste es gehen. Samenpaket öffnen. Und ja, das muss man nicht unbedingt sehen. Gut. Jupp. Ich glaube, ich habe es langsam gelernt. So. Gut. Wir haben noch ein Feld. Das würde dann hier passen. Okay, das soll er mal alles machen. Okay, gut. Mehr ist nicht da. Mal gucken, ob das hier wächst. Wie geht es seinen Bedürfnissen? Ich hoffe, ich finde mich mit ihm besser bald zurecht als vorher. Er war ja doch mal sehr eigensinnig gewesen. Verdorbenes Essen ausprobieren? Um Gottes Willen, nein. So, er ist angespannt. Dann soll er Frühstück Burrito, wenn es ihm schmeckt, und danach kann er nochmal schlafen gehen. Schlafen. Ist das Mutter wieder da? Wo ist er? Sie kommt. Na, der geht's gut, der Frau. Die ist mir schon sympathisch. So, bürsten die Katze. Und danach mal schön sauber machen hier. Auch hier. Das sieht ja echt schlimm aus. Und hier. Uff, was ist denn das hier für ein Garten? Was macht ihr denn bloß mit eurem Garten? Die Kleine. Sie ist eingeschlafen. Wahrscheinlich wieder auf der. Ach nee, ich habe ja keine Couch mehr. Ja, wo ist sie denn eingeschlafen? Echt jetzt? Die pennt in der Wanne? Die pennt da wirklich. Augen zu. Okay. Dann lassen wir sie mal schlafen.
Dann macht sie wenigstens was Sinnvolles. Gut, wie sieht's denn bei Ihnen aus? Er kann dann aber auch. Nee, er hat noch genug Energie. Sie ist angespannt, weil sie was machen muss. Feuer gelöscht. Noch 10 Stunden ist er angespannt. Na gut. Dann sollte das mal machen. Angespannt sein. Aber trotzdem kannst du auch mal eine Portion nehmen davon und das aufräumen. Er steht da. Und danach sollte man mit ihnen schön quatschen. Techtelmechtel in der Dusche. Aber nicht, wenn die Tochter drin ist. Das ist ein bisschen komisch. Über sonniges Wetter sprechen. Dann Ärgerluft machen. Sollen wir nicht immer nur über gute Sachen sprechen? Sag mal, hörst du mal auf hier? Da, aufräumen. Du alter Schmutzfink. So, hat sie das gemacht? Ja, sie war das. Sie ist ja auch vernünftig. Gut. Dann kann sie aber auch nicht Samen kaufen. Muss man das nicht gießen in der Regel? Apropos gießen. Wir haben ja auch so einen schönen Hinterhof, wo die Wohnungsbaugesellschaft. Ich lebe in einer Großstadt, man merkt es, die Wohnungsbaugesellschaft reißt alles was grün ist, jeden Grashalm raus, damit das nur dreckige braune Erde ist und einheitlich aussieht, genauso wie manche Gebäude in Berlin. Ja, jetzt ist ein bisschen Gras wieder gewachsen und jetzt durch die Corona-Krise sind eh keine Gärtner unterwegs. Zusätzlich haben die schon mal im Februar jetzt alles gemacht. Das heißt, im Oktober dürften die jetzt, ja, könnt ihr mal wieder weitermachen, wo ist denn die gute Frau? Machen die quasi das nächste Feld hier hinten. Ich komme ja irgendwie nicht zum Punkt. Ja, jetzt habe ich erstmal so wilde Blumensamen über den ganzen Hof gestreut. Normalerweise muss man die einpflanzen, aber da es heute wahrscheinlich regnen wird, macht der Regen ja eigentlich den Rest. Dass sich die Erde ein bisschen auflockert und quasi, ja, naja, was soll ich sagen? Dass das ein bisschen versickert in der Erde. Ach du Schande, was ist denn hier entstanden? So. Verbrennen? Naja, ich bin mir nicht so ganz sicher. So, was ist denn mit der Kleinen? Die kann auf jeden Fall schon mal singen üben. Hören möchte ich sie nicht. Und die kleine Katze, die ist so niedlich. So. So, hört mal schön zu. So sind Kinder. So. So, aber mehr muss man sich nicht antun. Irgendwo hört es auf. So, sie ist wieder angespannt, wahrscheinlich. Ach ja, auch wegen Feuer gelöscht. Ja, Kinder sind so, wenn irgendwas mit den Eltern ist, dann übernehmen sie das auch wenn sie damit irgendwie nichts zu tun haben. Also das ist ganz normal bei Kindern. Ihre Energie ist tot. Kein Wunder, wenn sie in der Badewanne schläft. Sollen wir mal ein Nickerchen machen? Brillette hat einen Levelaufstieg. Levelaufstieg zu mehr Zufriedenheit, wenn sie von einem Piraten auf ein Piratenschiff spielt. Haben wir denn hier irgendwo Spielplätze? Das geht? Ich wusste gar nicht, dass das hier geht, dass man hier ein bisschen so richtig schön rauszoomen kann. Krass. Essen bestellen. Getränk bestellen. Ja, und wo ist mein Haus? Ach da! Ich bin gar nicht so weit weg. Der Bus fährt ja auch davor. Ist ja schön. Und die Mutter brennt man nicht. So, aber sie steht schon mir ganz schön nah am Feuer. Bevor ich mich hier. Ich würde eigentlich gerne näher ran, aber die Kleine, die singt so schrecklich. Singen, üben, weglassen und ins Bett.
So, ab ins Bett. Ist besser für dich. Papa, der schläft noch, kommt zu spät zur Arbeit. So, schlafen aufhören, arbeiten gehen, Geld verdienen, das ist wichtig. So, oh, kaum schaue ich mal eine Sekunde nicht hin, weil ich mal kurz was erledigen muss. Er ist schon wieder angespannt, wahrscheinlich auch wegen Feuer, genau. So, hier, da bin ich. Da ist sie. Gut, wo ist sie? Sie schläft endlich mal, endlich. Das wird ihr wahrscheinlich ein bisschen gut tun. Ja, die Energie geht auch ein bisschen hoch. Essen kann sie danach. Aber wir können ja Mutter mal bei der Arbeit zuschauen, ja. So. So. Jetzt kann ich endlich mal selber mein Essen ein bisschen umrühren. Anrufen. Annehmen. Jetzt geht sie erstmal woanders hin. Tochter ist alleine zu Hause. Das ist eine super Fürsorgepflicht. Und der Vater ist arbeiten. Na? Ach, wie ich diese Ladebildschirme liebe. Gut, was sie da macht, sieht man allerdings in der nächsten Folge. Genau, ja. Okay, bis zur nächsten Folge.